Beck versucht zu stören. 40 Sekunden noch. Jetzt ist er drinnen. Der Schuss kam von Dück, aber der Schuss wurde noch abgefälscht. Von wem habe ich noch nicht genau gesehen. Dück hinten und dann abgefälscht, ohne Chance, Fiesinger. Weiß nicht, war es Keller oder war es Sturm? Irgendwie die 20 hätte ich, glaube ich, gesehen. Jetzt macht wieder Ravensburg Druck. Sturm. Und das ist das 2:0. Schuss und dann steht Obring, glaube ich, war es dann am Ende, der die Scheibe reinbringt. Der Schuss und dann abgefälscht. 2:0. Es geht bei Ravensburg viel einfacher. Schöner Pass von Huxley für Beck und der ist jetzt drinnen. Beck, der Goldhelm, nach schöner Vorarbeit von Huxley, verkürzt auf 1:2. 3 Minuten vor Ende des zweiten Drittels. Das war ein echter Beck. Den hat er aber hineingenagelt. Ins lange Kreuzeck. Da wollte er ihn auch hinspielen. Genauer geht's gar nicht mehr. Aber schön von Oakley vorbereitet. Und dann visiert Beck das lange Kreuzeck an. Und das Schöne dabei, wenn der Plan dann auch aufgeht. Richter. Gacciola bei ihm. Richter mit der Rückhand. Treffer 2:2. Richter zuerst und dann, was, wenn ich das richtig gesehen habe, wollte Raxinger, der die Scheibe endgültig über die Linie drückt. Vorausgegangen, der Antritt, nein, das war Richter alleine, Raxinger stand daneben, aber die Scheibe mit so viel Trall dann nach der Abwehr von Langmann, dass sie von selbst reinspringt. Richter mit seinem dritten Saisontreffer und den Ausgleich im Spiel gegen Ravensburg. 12 Minuten vor Ende. Ist immer für eine Überraschung gut, aber er kommt nicht am Kopf vorbei von Langmann. Da machen sich die 1,93 bezahlt. Aus kurzer Distanz wollte er die Scheibe über Langmann hinweglupfen. Strafe angezeigt. Wieder gegen den SC. Ja, jetzt war es aber der Pfosten und jetzt ist der Treffer da. Und das ist die Entscheidung. Das ist die Entscheidung. Es muss noch gewartet werden. Videobeweis wird angefordert. Also noch muss Ravensburg warten. Zum zweiten Mal am heutigen Abend wird nachgeschaut. Cacciola bekommt die Erklärung. So. Ja, der Treffer wird gegeben. Ravensburg schlägt den SC Rissersee in Overtime mit 2:1.